Hallo, schön, dass du hergefunden hast. Du siehst, ich bin schon mittendrin im Havening. Haven bedeutet der sichere Ort. Und diese Streichelbewegungen geben meinem Gehirn die Botschaft, dass es sicher ist. Da werden nämlich im Gehirn Deltawellen erzeugt durch diese Berührung. Und meine Emotionen, die Aufregung, die da sein kann, wird anders verarbeitet. Das, was ich hier mache, ist dieser Havening Touch. Da gibt es drei Arten und wir kennen das, die quasi die Hände waschen. Und du kannst das gleich mal probieren, während du mir zuhörst, dass du mal anfängst, dir deine Hände zu reiben. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du vor Leuten stehst oder nervös bist, dass du so anfängst, deine Hände zu reiben. Und das ist genau das, was wir im Havening auch nutzen. Oder wenn du merkst, du brauchst gerade so ein bisschen Zuneigung, wenn du so die Arme verschränkst und von den Schultern runter zu den Ellbogen gehst und auch noch weiter bis zu den Händen kannst du auch machen, das gleich so ausstreichen. Das ist die andere Form dieses Havening Touchs, wie wir das nennen, oder eben im Gesicht. Und ich gebe dir dazu gerne eine Geschichte. Ich bin ja wieder in Mexiko, wie letztes Jahr, und fliege in einem Monat zurück. Und letztes Jahr war es so, dass ich auch wie dieses Jahr einen Inlandflug separat buche und dann den internationalen Flug von Cancun nach Zürich bei einer anderen Fluggesellschaft. Und mein Abflug von Puerto Vallarta hat sich verzögert. Zuerst eine halbe Stunde und dann eine Stunde. Und wir saßen dann schon im Flugzeug und dann hat der Captain gesagt, sorry, aber wir brauchen nochmal 20 Minuten. Und nach 20 Minuten ging es dann nochmal 10 Minuten. Also wir hatten 1,5 Stunden Verspätung und ich hatte einen Anschlussflug in Mexico City, den ich erwischen musste, um meinen internationalen Flug zu kriegen. Und vielleicht kennst du das, wenn sowas passiert und die Zeiten etwas knapp sind, dann kann der Kopf ja sehr schnell einsteigen und Geschichten erzählen und das Schlimmste ausmalen. Also bei mir ging es dann so, dass ich diesen internationalen Flug verpasse und ich war mit meiner Emma unterwegs und ja, alles Schlimme. Also was habe ich gemacht? Ich habe in dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich nervöser und nervöser wurde, habe ich dann mit dem Havening begonnen und habe mir immer wieder gesagt, alles ist gut, es ist gut, ich bin gut aufgehoben im Gesicht, mit den Händen und mit den Armen. Neben mir saßen Leute, das war mir egal, ich habe das für mich so gemacht und habe gemerkt, wie ich dank dieser Berührungen mich runterregulieren konnte. Und ich kann eigentlich sagen, mich im Griff halten konnte, weil der Stress sehr, sehr hoch war. Also so von einer 0 bis zu einer 10, würde ich sagen, war das so eine Stresssituation von einer 8 bis 9. Das Havening, das ist eine tolle Möglichkeit, uns selber, gerade in solchen Stressmomenten, selber zu regulieren. Es ist eine psychosensorische Therapieform und hilft einerseits mit Traumas zu arbeiten, andererseits eben auch wirklich als Selbstregulierung oder auch um die Resilienz zu stärken und zu fördern. Und was wir nutzen, sind die neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und das Havening steht also im Einklang damit. Ja, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau dir doch die Webseite havening-schweiz.ch an. Da gibt es auch einen Flyer zum Downloaden oder melde dich für ein 1:1-Coaching an. Wenn du merkst, du hast was Tiefergehendes und möchtest das ausprobieren. Und schau dir auch die Seminarangebote an, denn das Havening fließt bei allen Seminaren mit hinein, weil es eine so tolle Sache ist, die uns in ganz vielen Lebenslagen unterstützt. Danke dir, tschüss.